Wir stehen hier heute vorm Taz Neubau und wollen mal nachfragen, wer dieses Haus eigentlich gebaut hat. Wer geht hier jeden Tag ein und aus und kennen die Bauarbeiter die Taz überhaupt? So, da sind schon mal drei, da gucken wir mal, was die gerade machen. Ihr baut ja hier gerade das Haus für die Taz. Kennt ihr die Taz? Weniger. Das ist eine Zeitung, oder? Regionale Zeitung. Das ist sogar eine überregionale Zeitung. Darf ich euch mal eine geben? Hallo, darf ich dich was fragen? Ich spreche in gut Englisch. Okay, do you like the work here? Yeah, I like to work here, really. And what do you think about the house, about the building? It is amazing. Wissen Sie, für wen Sie das Haus bauen? Na, für die Taz. Steht da draußen dran. Wer lesen kann, ist noch ein Vorteil, würde ich sagen, oder? Hallo. Darf ich kurz was fragen? Ja, bitte. Du bist hier ja auf der Baustelle von der Taz. Wusstest du das? Ja. Und kennst du die Taz? Nee. Gar nicht? Nee. Ich habe dir eine mitgebracht. Möchtest du die haben? Kann ich mitnehmen, ja. Wissen Sie, für wen Sie das Haus bauen? Ja. Für wen? Taz. Kennen Sie die? Ja. Von der Architektur, wie finden Sie das? Naja, wir haben schon mal andere Sachen gebaut, aber ist schon ein bisschen was hier mit dem ganzen Stahl davor. Hat schon was. Ist mal was anderes, ne? Nicht so eintönig wie die anderen Bauten. Wie ist die Stimmung so auf der Baustelle hier? Ja, wir sind ein Team. Wir passen alle zusammen, also es passt. Doch, ist schön.